Ja, hallo liebe Freunde, ich spiele 7 Days to Die. Wir schreiben den Tag 111 der Apokalypse. Und mich freut, wenn ihr wieder dabei seid. Gerade ein bisschen Beton. 18.000 werden das. Der braucht nur eine ganze Weile. So, und damit ist klar, mit den Steinen sind wir fast am Ende. Und wir müssen nach der Horde wieder Steine holen gehen. Wir brauchen auch wieder neues Brennholz. Das dauert wohl noch ein bisschen. Ja, wie ihr seht, habe ich hier den Wasserhahn auch angeschlossen. Ist schön. Ja Leute, so habe ich mir das vorgestellt. Das muss aussehen hier wie im Urwald. Gerade sagen, warum fehlen denn hier die Bäume? Die habe ich doch schön weggeklappt. Hier, der hätte auch noch weggemusst. Na egal. Reihe lasse ich hier mal stehen. Ich will wissen, ob die wirklich schlecht werden.
wenn wir die auf dem Feld stehen lassen. Ja, was ich jetzt wirklich wieder nicht verstehe, ja? Das waren alles die gleichen Samen. Jetzt sind die Bäume alle rot. Ja, gut, das stimmt. Aber da habe ich doch einen grünen zwischen gesehen, oder? So, hier ist der grüne. Wieso ist der grün? Und wieso ist der noch nicht gewachsen? Und der genauso. Das waren alles die gleichen Samen. Alle von einem Haufen. Und ja, manche werden rot, manche nicht. Ich glaube, 130 habe ich rausgelegt und 219 haben wir. Das ist ein bisschen wenig. Davon hatten wir 500, 670 ungefähr raus. Und jetzt haben wir dabei 500, 1000, 1000. Ja gut, das geht. Pupsi muss noch auf der Couch schlafen. Gibt's doch wohl nicht. Ich muss ihn noch im Bett reinstellen hier. Und so ein Klo im öffentlichen Wohnraum hier ist auch schlecht. Wieso ist denn da kein Fenster drin? Achso, ist zusammengebrochen gewesen, yo. Ja, hier passt alles, ne? Pupsi braucht Tisch, Bett und alles andere auch. Den Bild brauchst du. Tisch, Bett brauchst du, Stühle brauchst du, Holzvertäfelung brauchst du. Mein Gott. Ledercouch? Ne, Ledercouch hat sie. Türmchen brauchst du auch, siehste. Steht jetzt hier kein Kraften. Na los. Mach ich denn jetzt falsch? Ach so, ja, ist ja kein Thema. Jetzt habe ich 10 Portionen Pilzsuppe gegessen. Mein Gott. Nichts mehr. Ich arbeite noch. Hier unten müsste ich doch jetzt fertig sein, oder? Boah, nee, ey. Wieso braucht das Scheißzeug eigentlich Holz? Wieso denke ich nie dran? Eins, zwei, drei,
4, einer muss noch. Das habe ich vergessen. Scheiße! Ich hatte gestern mal ausgerechnet, wir sind bei Höhe, wir sind 44 Blocks über dem Erdboden hoch. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Blocks. Moment, ich hole mir eben Glas. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch 16 an Höhe. Dann haben wir 48 und sind damit 60 Meter hoch, 60 Blocks hoch. Ich denke, bei 60 oder 64 sollen die Screamerinnen eigentlich mehr erspüren können. Geil aus mit dem Haus und den Bäumen da drauf. Ich finde, das sieht gut aus. Und noch mal zu gestern zu kommen. Die, habe ich ja erzählt, dass die, Funpimps da gut weiß, wie viel runtergemacht hätten von, ja, wie soll ich sagen, dass ich jetzt anstelle knapp 24 Minuten immer 28 Minuten aufnehmen könnte. Aber das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Ich nehme an, dass die vorgestrige Folge nur so wenig Strukturen bauen haben musste und deswegen nicht ganz so groß war. Also keine Blümchen, kein Gras und kein gar nichts. Wir haben ja bloß gebaut vorgestern. Meine Maus hat gesagt, sie wollen einen Treiber haben. Also habe ich sie angeschrieben. Go, Maus, go, 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 los, los, go. Mach da, Maus, mach da. Ja, und jetzt funktioniert es ein bisschen.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Habe ich keinen Beton mehr hier oben. Na gut, wir müssten hier auf 38 sein. Ja, 33, da fehlen mir noch welche. Na gut. Ach, da oben ist 38, stimmt. Erstmal noch ein bisschen Beton holen. Ich hol's auch gleich mit. Schon wieder nicht. So, der ist schon fertig. Ja gut.
Eine noch. Hier haben wir plus 43 Meter, plus minus 18 sind 61. Hier oben können die Forschen, also Schmelzöfen aufstellen, ohne dass irgendeins Klima oder was vorbeikommen könnte und mich wittern könnte. Ich könnte jetzt auch die ganzen Schmelzöfen im Keller anstellen, glaube ich. Und das Klima wird trotzdem nicht kommen, weil er mich nicht wittert und das Klima erst dann kommt. Boah, war das wieder schwer. Wenn der mich wittern kann. Einen noch, glaube ich. Thank you.
Jetzt gucken wir uns das Ganze noch einmal von vorne an. Ja, ist ja schon ein bisschen besser, aber noch nicht ganz das, was mir vorschwebt. Habe ich da die Außenseiten vergessen? Muss ich mal in der Aufnahme gucken. Also Leute, da geht immer noch was, glaube ich. Da muss ich in der Aufnahme gucken. Seht ihr das da oben, ob ich da die vergessen habe, die Außenmauern zu machen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Heute ist mal um 21 Uhr Schluss. Und ich hoffe, dass ihr morgen auch wieder dabei seid. An Tag 112, da dürfte wieder ein Hordentag sein. Und deswegen sage ich für heute ciao, ciao und bye, bye. Bis dann. Tschüssi.